Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu die Sims 400 Baby Challenge. Es ist Abend und es ist deswegen schon Abend. Eigentlich ist es Nacht. Es ist deswegen schon Nacht, weil mein Spiel ist schon wieder abgeschmiert und der letzte Speicherpunkt lag sehr lange zurück und deswegen, ich hatte einfach keinen Bock, das nochmal zu spielen. Wir haben ein paar Stündchen verpasst. Elia hat hier noch fleißig den Garten gemacht und ansonsten ist eigentlich nichts passiert. Ich weiß gar nicht. Also hier, unser Mu-Bär, ne? Der hat keinen Hunger. Der will einfach nicht fressen. Das hatten wir schon. Hatten wir das mit der Leinwand auch schon? Also ich wollte ihn zeichnen. Deswegen habe ich die Leinwand hergestellt, falls ihr euch wundert, warum da eine Leinwand steht. Aber das kann sein, dass es auch schon eine Folge davor war, wo ich die Leinwand hingestellt habe. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Es ist schon ein paar Tage her, als ich das letzte Mal aufgenommen habe, deswegen weiß ich nicht mehr so ganz, was passiert ist. Ich weiß auf jeden Fall, dass Valeria zum Kind geworden ist und Dagobert müsste jetzt eigentlich auch bald Geburtstag haben, nämlich heute, morgen, heute. Es ist ja 3 Uhr nachts. Deswegen schicke ich jetzt mal alle wachen Kinder ins Bettchen. So. Ich glaube, Hausaufgaben sind gemacht, aber ich weiß es nicht genau. Es ist, wie gesagt, schon echt ein bisschen her, seit ich gespielt habe. Da, das ist das Gemälde, was ich gemalt habe. Was ich irgendwie sehr süß fand. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Wenn nicht, dann habt ihr das Gemälde jetzt gesehen. Was ist denn eigentlich mit dir? Du musst pipi. Pipi, pipi. Ja, und ich versuche jetzt schon seit Tagen diesen Mu-Bär hier zu füttern und irgendwie will der nichts essen, außer Sims. Und das finde ich irgendwie doof. Ich stelle mal eben die Leinwand oder die Staffelei, ist ja keine Leinwand. Stelle ich mal eben wieder hinter, weil wir haben ja jetzt ein schönes Gemälde. So. Und ich muss mal gucken, Elia. Ach, du stinkst noch, ne? Ja, aber du bist sehr müde. Du solltest ins Bett gehen trotzdem. Egal, ob du stinkst oder nicht. Was ist mit dir? Angespannt, weil braucht Vergnügen. Geh trotzdem erstmal schnell schlafen. Also Schlaf ist mir irgendwie gerade wichtiger als Hygiene. Ich weiß, das klingt echt komisch. Aber so ist es im Moment. Und die müssen hier alle nach der Reihe, die können einfach nicht pinkeln gehen. Warte mal, wer bist du? Du warst doch gerade pinkeln, oder nicht? Hä? Dagobert? Oder wer war das? Och Gott, ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht und ich bin echt mal gespannt. Man kann ja durch die Kuhpflanze auch sterben, oder? Also beziehungsweise ein Sim kann sterben. Oder nicht? War das nicht so? Ich weiß es nicht mehr. Ich dachte, es wäre so. Donnerstag um 6. Wie ist mit dir? Du bist ausgeschlafen und kannst jetzt auch auf Klo gehen. Geh mal hier unten hin. So, haben wir noch ein Tellerchen. Ich habe mich gerade gewundert, wo ist unser ganzes Geld hin? Aber ja, ich habe ja etwas Geld verprasst für Weihnachtsdeko. Nee. Wir haben sozusagen investiert. Achso, ich wollte ja gucken, wie weit der Elia ist. Der Elia, 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 wo bist du? Da.
Garten. Oh. Brauchen wir jetzt Level 3 oder Level 4? Erhalte eine Fähigkeit, um Level 3 zu erreichen. Ah, sehr gut. Warte mal. 4 Tage noch. Ach, das schaffen wir. Das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir noch vorher. Oh nee, dann muss Schneewittchen auch wieder schwanger werden. Kuchen essen. Was? Oh Mann, Schneewittchen, du bist die Doofe gewesen. Du bist so doof. Oh, jetzt kannst du hier gleich melken. Warte. Wartet. Es ist einfach. Oh, aber guckt mal Schneewittchen an. Ich finde, sie ist schon ein bisschen schlanker geworden. Also, ich finde, sie sieht gut aus. So, wir melken mal das Mu-Bärchen. Ja, ich weiß, du stinkst, aber. So, ihr müsst in die Schule. Irr, eklig. Des Unbehagens. Okay, füttern wir sie mal. Okay. Nimm's doch. Was? Ich verstehe das nicht. Ich dachte, man muss sie füttern. Kann man sie mit irgendwas anderem füttern? Ich habe hier gerade nichts zu essen. Doch. Brotstange. Brotstange? Brotstange? Nein. Warum mag es denn nicht? Es hat doch Hunger. Ich verstehe das nicht. Streicheln wir mal und spielen mal. Raus aus den Betten. Ihr müsst zur Schule. Warum geht ihr denn nicht zur Schule? Ach, die gehen dann erst zur Schule. Eine Stunde war es noch, ne? So, und Schneewittchen kann dann ganz entspannt baden gehen. So, aufstehen. Aufstehen. Oh Gott, was ist denn mit euch los? Als ob die irgendwie. Ach, die sehen schon so. Oh, Valeria. Ach Mann. So, Schneewittchen. Was, jetzt stinkend, machst du was? Mit Elia plaudern. Okay. Wir können hier mal säubern und dann nehmen wir ein schönes. Oh, Muskel, ein Zitrusbad. Ein Zitrusbad, das wirkt belebend. Oh, du stinkst ja auch übelst dolle. Schaffst du es noch? Nee, ne? Dann gehst du stinkend zur Schule. Okay. Tschüssi. Tschüssi. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Ich bin echt froh, dass es nicht mehr als 8 Kinder sind, ne? 7, meine ich. Was ist mit dir? Traurig, weil. Ach so, weil du düster bist. Und müde. Oh je. Oh je, sie ist wirklich sehr müde. Und Schneewittchen badet in Zitronen. Sehr interessant. Aha. Das sieht immer so entspannt aus. So, Dahlia. Nee, Flora. Reicht. Bist sauber genug? Ich mache hier mal klar Schiff. Oh, bisher haben sie Cerealien rausgenommen, aber die nicht gegessen. So. Willst du nicht in die. Willst du vielleicht in die Schule gehen oder so? So, los. Schule. Nein. Oh, da ist immer noch das Monster drunter. Also, das mit dem Monster ist echt merkwürdig. So, hopp, hopp, hopp. Dann hat Schneewittchen nämlich sturmfrei. Yeah. Das finde ich gut. Oh. Ach nee, die Gärtnerin kommt. Weiß nicht.
Die Gärten, ah, die schafft eh nicht alles. Da kann der Elia auch noch mal ran. Wer ruft an? Ja, bitte. Okay, aber sie ist doch jetzt schon in der Schule. Alles gut. Ist das Vanessa Schwarz? Okay. Wie lange badet das Schneewittchen denn? Dann können wir mal was Schönes kochen. Machen uns einfach einen richtig schönen Tag allein zu Hause. So, was können wir denn machen? Frühstück servieren. Was gibt's denn am Ritter? Oh. Da Fitzi ziemlich gute Noten hat, wurde sie vor kurzem von ein paar Mitschülern gehänselt. Ach so. Konfrontieren. Während sie haben das Gefühl, beleidigt worden zu sein, das macht sie nur noch wütender. Das hat nicht geklappt. Verdammt. So, Frühstück servieren. Frühstückseierlei. Machen wir ein Frühstückseierlei. Können wir das auch so machen, wenn wir das kochen? Weil ich will nicht immer nur eine Portion kochen. Frühstückseierlei. Nee, doch. Frühstückseierlei. Ist das so? Nein, das gibt's hier nicht. Doch hier. Liebige, ach, Kartoffeln brauchen wir noch und Zwiebeln. Zwiebeln habe ich aber, glaube ich, angepflanzt. Oder? Zwiebeln müssten hier sein. Das hier sind die Tomaten. Das hier Chrysanthemen. Warte mal. Das sind Weinreben, Spinat, Zwiebeln. Haben wir noch gar keine Zwiebeln ge. Wie viele Zwiebeln haben wir denn eigentlich? Das ist ja. Ach doch, nicht hier vorne. Alles klar. Sehr gut, sehr gut. Was jetzt? Sehr konzentriert. Oh. Habe ich jetzt doch nur eine. Ich weiß nicht. Habe ich jetzt nur eine Portion angeklickt? Ich habe es vergessen. Und das war voll fett viel Öl. Ein bisschen Pfeffer. Njam, njam, wo sie das immer herzaubert. Ups. Das ist ja ein Flatschen, ey. Ja, sie sieht schlanker aus. Oh, das sieht sehr lecker aus. Sehr inspiriert ist sie jetzt auch. Oh, ach, das Schneewittchen. Das ist so schön. Gibt es eigentlich einen Weihnachtskanal? Berieselung, klassisch. Nein, Ben. Nein. Winterzauber. Nein. Ansehen. Ah, sie möchte sich die Geschenke ansehen. Sehr süß. Das kann man auch nur ansehen und ausschalten. Okay. Dann. Ach so, der Elia hat ja geerntet. Ach, der kann ich jetzt nicht zugreifen. Das ist ja doof. Wir könnten mit Schneewittchen noch ein bisschen Sport treiben. Oh nee, du nicht. Ich will ja nicht, dass sie so schlank ist. Oh oh. Mit Lorenzo flirten. Oh Schneewittchen. Oh Schneewittchen, das ist nicht gut. Falls jemand die Großstadtmädels guckt. Also Lorenzo ist eigentlich schon an Ella vergeben, beziehungsweise Ella mag Lorenzo sehr gerne. Und wenn jetzt Schneewittchen was mit Lorenzo anfangen würde, das wäre sehr blöd. Ich glaube, da wäre die Ella sehr, sehr wütend. So, rauf auf die Maschine. Ups. Ach schön. Der macht jetzt ein bisschen Sport und danach malen wir noch ein Bild. Hatten wir eigentlich schon mal Bananen? Kann mich irgendwie nicht dran erinnern. Also Kartoffeln fehlen uns noch. Ich weiß nicht, wo ich Kartoffeln herkriegen soll, ehrlich gesagt. Ich würde hier gern mal die Löwenmäulchen. Könnten auch mal wieder ein bisschen kombinieren.
Da. Rosen. Das mache ich mal in den Kühlschrank. Ich weiß gar nicht, wie lange soll ich die denn rennen lassen? Karl, ich krieg dich einfach nicht mehr aus dem Kopf. Wie wäre es mit einer Verabredung zum Mittagessen? Oh, na klar, da sage ich doch nicht nein. Da sage ich doch nicht nein. Der Karl. Ach ja, wie schön. Ich hätte noch mehr Restaurants in die Stadt setzen sollen, weil irgendwie habe ich, glaube ich, nur 2 Restaurants und die gehen immer nur zu diesem Italiener da. Ich habe auch ein Fischrestaurant, ihr Sims. Ihr könnt auch zum Fischrestaurant gehen. Ich sollte auch mal dieses total krasse Edelrestaurant hinsetzen. Ja, das mache ich nächstes Mal. Oh, Fischrestaurant. Oh. Karl, willst du dir nichts anziehen, Karl? Und wir müssen ganz dringend pinkeln, aber zuerst gemeinsames Foto. A-U-A-I-U. Oh Gott, sieh ihre Augen. Oh. Knips. Voll schön. Okay, wir gehen mal schnell auf Klo. Das hier getrennt? Ist das hier Männlein, Weiblein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Nein. Unisex. Ups. Okay, Schneewittchen. Bevor du dir jetzt einpinkelst, verwende mal. Ich finde es schade, dass hier keine Fische drin sind. Fisch kaufen. Kauf doch jetzt 130. Können die das nicht selber machen? Was ist jetzt mit Karl? Der denkt an Sport. Das ist schön. So, dann würde ich sagen, holen wir uns mal einen Tisch. Kommt der jetzt zu uns rein? Nein, nein. Oh. Das ist ja doof. Okay. Um Tisch bitten. Die denn? Hände waschen. Wer ist das eigentlich? Ach ja, Buddy. Ach Mann, Buddy. Du bist der neue Weihnachtsmann übrigens. Ich muss ihn dann nochmal umgestalten, weil der echte Weihnachtsmann ist gestorben. Beziehungsweise er ist in Rente gegangen. Weihnachtsmänner können ja nicht sterben, oder? Okay, er begleitet uns jetzt zum Tisch. Ich würde gern draußen sitzen. Okay. Ach, ihr Süßen. Was können wir denn machen? Flirten? Können wir flirten? Küssen. Knuddeln. Erstmal knuddeln. Und Kompliment machen. Küssen. Oh, er ist kokett. Boah. Alter Karl. Flirten? Oh nein, ich glaube, er ist gerade nicht so auf unserer Seite. Na, nee. Wir müssen mal Klopf-Klopf-Witze bringen. Ach Mensch. Komm, wir bestellen einfach mal. So, was bestellen wir denn mal? Oh, wir sind ja jetzt nicht schwanger, dann können wir ja mal richtig Gas geben hier. Ach, zu einem guten Fisch einfach einen guten Wein. So. Als wollen wir eine Vorspeise? Oh, eine sämige Muschelsuppe. Nee. Oh, Hummer. Ja. Hummer nehme ich für... Schneewittchen will ein Hummer.
Karl, Fisch und Chips. Geschwärzter Barsch. Glasaugenbarsch-Überraschung. Ja. Einen geschwärzten Barsch und dann sind wir fertig. Okay, ich würde sagen, wir lassen die beiden jetzt erstmal alleine und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Mal gucken, ob wir Karl Drogo wieder von uns überzeugen können. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag, eine gute Nacht, was auch immer ihr gerade macht. Bis dahin. Bye, bye.